Schatz! Mann, wie war dein Tag? Kopfhörer? Was ist denn? Kopfhörer? Ja? Kopfhörer, du musst die Kopfhörer anziehen. Oh, I need to listen. Okay, ja, yeah, ja. Yeah. Also was kochen? Nee, ob wir was kochen, also ob wir was zubereiten. Ich würde sagen, wir fahren dann einfach. Das läuft hier super, Alter. Geht. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Julia hatte die wunderbare Idee, dass wir ein Video drehen, wo ich einen Tag lang mit ihr Deutsch spreche. Das wird in die Hose gehen, weil sie kein Deutsch spricht. Wie bitte? Ja? Perfekt. Also, Julia spricht nur Englisch und Schwedisch und versteht so ein ganz kleines bisschen Deutsch, weil Schwedisch und Englisch actually ziemlich, Schwedisch und Englisch wahrscheinlich. Genau. Schwedisch und Deutsch actually ziemlich ähnlich sind. Bevor ich jetzt hier irgendwelche dummen Kommentare höre, ja, ich habe meinen Bart rasiert und ja, es sieht absolut scheiße aus. Wir gehen jetzt kurz in die Stadt. Ich denke mal, ich werde immer so ein bisschen was mitfilmen. Mal schauen, mal sehen, mal gucken, mal schauen, mal sehen, mal gucken. Ja, und das ist das Konzept von diesem Video. Ich meine, letztendlich ist es nicht mehr als ein normaler Vlog, in dem ich einfach nur Deutsch spreche mit jemandem, der nicht Deutsch spricht. Absolut arschgeile Idee, oder? Okay, bist du fertig? Ja, fertig. Ja? Sollen wir gehen? Mhm. Sollen wir raus? Mhm. Okay, sollen wir zuerst zu dem Typen die Schuhe wegbringen oder shoppen gehen? Shopping? Shopping? Yeah, I don't know what you're saying. Also wir können halt zuerst raus und die Schuhe wegbringen. Okay, we can also go... Oder halt zuerst shoppen gehen, wie du möchtest. Ja? Perfekt. Okay, Schuhe habe ich ja jetzt weggebracht, ne? Mhm. Und die werden jetzt sauber gemacht, ne? Findest du, dass es teuer ist, 62 Euro dafür zu bezahlen? Oder findest du es fair? If I think what is what? Also findest du, dass es ein fairer Preis, 62 Euro für eine Schuhreinigung zu bezahlen? Ja. Ja? Ja. Findest du es nicht teuer? Mhm. Nicht teuer? Ja. Also okay. Alles klar. Perfekt. Ganz schwieriges Thema. Und, hat dir gefallen, was ich gekauft habe? Hallo? Hallo? Hat dir gefallen, was ich gekauft habe? Also findest du die Sachen schön, die ich gekauft habe? Oh, you're talking to me? Yes. What are you saying? Sind die Sachen schön, die ich gekauft habe? Really nice, yes. Yes? Ja. Yeah. Gut, wollen wir dann gehen? Also wollen wir dann los? Also wollen wir gehen? Wollen wir gehen? Stark sein. No? You don't want to go to your Uber? Yes. Was geht ab? Was geht? Was geht? Alles gut? Ja. Ja? Ja. Bist du gut? Ja. Spielst du gut? What are you saying? Gewinnst du? If I'm winning? Gewinnst du? Ja, yeah, I'm winning. Wie viel steht's? You see? Okay. Practice. Gute Stadt. Top. Okay, Julia, wollen wir schwimmen fahren? Ja, yeah? Yeah? We're going. Yes. Okay. We're going to swim, right? Willst du auch was essen da oder nicht? What does that mean? Also, was if essen? I want to. Ob du hungrig bist, also. If I'm hungry? Ja, yeah, so ob du Hunger hast halt, ne? Yeah, I'm a bit hungry. Also sollen wir da was essen? But I want to eat. Also sollen wir da was essen oder nicht? Yeah, no. Ja, yeah. Yeah? Nein? Nein. Nein? Yo. Yes? Yo. Okay, also gut, perfekt. Dann fahren wir jetzt los, oder? Dann können wir doch jetzt Holy shit. Was ist passiert? Geh die Tür mal auf. Ich wollte so ganz cool wie mich hier drin. Okay, auf geht's, okay? Let's go. Yeah, yeah. Okay, und jetzt andersrum. Einen Tag Englisch reden mit Mo. Hello, how are you? I'm fine, and you? Are you smoking cigarettes? Yes, I'm smoking cigarettes. Since 10 years, I think. It's like a tornado, man. So, so. Gehen wir schwimmen? Yeah, I'm ready to swim. Okay, hast du Bock? Bock. Ob du Bock hast? Ob du yeah. Bock hast zu schwimmen? Ja. Yeah. Hast du? We're going. No, okay. I haven't. Du hast keinen Bock? Nein? Also sollen wir nach Hause fahren? Also wenn du ja keinen Bock hast, dann können wir fahren wieder, oder? Verstehe ich das jetzt richtig? Ja, yeah, that's real. So, you're not into swimming. We should go back home then. Oh, yeah. No, front. Should we go? No, we shouldn't go home. I see. Okay, dude. For real. Schatz! Mann, wie war dein Tag? Hm? Wie war dein Tag? War gut? Ja. Yeah. Ich hab gerade den ganzen Abend... My day was good. Pass auf, ich möchte dir kurz einen Clip zeigen, okay? Und jetzt schau mal, sag mir, was hältst du hiervon, okay? Zieh deine Kopfhörer an. Kopfhörer? Kopfhörer? Ja? Kopfhörer, du musst die Kopfhörer anziehen. Oh, I need to listen. Okay, ja, yeah, ja. Yeah. Jetzt spiel's ab, okay? Und sag mir, yeah, was du denkst. It. This one? Ja. Ja, Mann! Baby! Let's go! Oh! 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 Nochmal! Oh, ja! Oh, oh, oh! Woo! Yeah! Need to fix my hair. Cool, oder? Oh, you're crazy. Hey. Why are you doing this? Did you lose? Ja. Ja? Ja. Ich war zwei Stunden lang war ich Crewmate. You get killed by a... Nein, ich war zwei Stunden lang war ich Crewmate, verstehst du? Immer nur Crewmate war ich. You were no Crewmate. Immer you, nur Crewmate. Oh, you were always Crewmate, never imposter. Genau. Again? Ja, ja. So oh eine Scheiße, God. Oder? Like last time. Was für eine Scheiße? Sollen wir nach Hause fahren? Mhm. Ja? Hast du Hunger? Ja, yeah, I'm hungry. Okay, sollen wir was kochen zu Hause? We're gonna go to the house and eat. Ja, aber yeah. Sollen wir was kochen? Ha? Was kochen? Also, ob wir was kochen sollen. Also,
Kochen. Also was kochen? Nee, ob wir was kochen. Also ob wir was zubereiten. Ich würde sagen, wir fahren dann einfach. Das läuft hier super, Alter. Sollen wir uns heute besprechen? Also sollen wir uns richtig fett besprechen? Oder eher nicht? Weil wir müssen ja morgen früh aufstehen, ne? Verzip? Oh, really? Verzipfen? Yeah, by Apfelschorle. One glass. Okay, perfect. Bro, würdest du sagen, da soll noch ein bisschen Knoblauch rein oder eher nicht? Mhm. Mehr Knoblauch? Ja. Noch mehr? Nee. Also, das ist, ich esse das nicht. Okay, so try it. Nee, das ist Knoblauch. It doesn't taste, right? Das schmeckt nach Knoblauch. Ja, aber es schmeckt voll nach Knoblauch. Also, findest du das nicht zu viel Knoblauch? Knoblauch? Mhm. Hä? Pieces. Mhm. Yeah. Findest du nicht zu viel? I like it. Nicht zu viel? Also, du würdest schon sagen, das ist genug, oder? Das ist gut. Do you think they're weird? No. Oh, this is like over. The pasta is Scheiße. Hey, Meisterkoch, was geht ab? Was gibt's zu essen? Master Chef? Ja. That's me. Aha. Was hast du gekocht? What we made? Mhm. Truffle Tortelloni. You say that? Mhm. Truffle Tortelloni with butter sauce. Aha. Butter garlic sauce. Okay, pass auf, ich hab einen Vorschlag, ja? Wir beide, you have an idea? Aha. Wir beide essen jetzt. We eat it. Mhm. Und danach gebe ich dir deutsche Wörter. German words. Aha. Und du musst erraten, was es heißt. I must guess what they're about. Genau. Perfect. Fine. Last part of the video, okay? I swear I'm not going to bother you anymore with German words. Okay, so you have to guess what does the word mean, okay? Okay, Baumschule. Baumschule. Baum. Schule. Schule. Who was actually right? So it's school. Uh-huh. Baum. Baum is... Baum, three. Three school? Uh-huh. What the f*** is three school? So this word doesn't exist in English? Oh my. Because it's basically... Oh, in Germany we call it Baumschule. This is the place where you grow young trees. Basically just like a garden. What the fuck? Okay, Pfeffermühle. Pfeffermühle? Pfeffermühle. Mm-hmm. Pfeffer. Mm-hmm. Pretty similar to the English word, Pfeffer. There's an English word called Pfeffer. Pepper? Uh-huh. Pepper... Mm-hmm. Pepper tree? Like what? Pepper tree. No. Mühle. Mühle. Mm-hmm. Da ist. Hey! Hör auf! Pfeffermühle. Pfeffermühle. Mm-hmm. So pepper. Actually, there is a Mühle on the table right now. Oh, this one. Mm-hmm. So pepper crusher, you know those uh-huh. things where you crush the pepper? Kvarn. Kvarn. This is the wrong so word good. Now. Okay, haltbare Milch. Something milk. Mm-hmm. Berry milk. Haltbar. Haltbar. Mm-hmm. Almond milk. Mm-hmm. Oh, mm-hmm. Long lasting or lasting. Oh, damn, you're good. Yeah, okay. We have the same. Uh-huh. Okay. Mm-hmm. As it's called in Sweden? Holbar. Holdbar. Holdbar. Just one last. Anschnallgurt. That's not good. Anschnallgurt. Anschnallgurt. Uh-huh. We say good night. Anschnallgurt. It's not that hard. It's part of the car. It's one. It's part of a car. The... Oh, seatbelt. Yeah! You're good. Nice. And now? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Can you say bis zum nächsten Mal? Bis zum nächsten Mal. Peace out an der Stelle. Checkt auf jeden Fall ihr Instagram aus und wir sind an der Stelle raus. Ja, das war die whole idea hinter diesem Video. Arschneise Nummer. Ich bin an der Stelle raus. Mach's gut. Und letzte Worte, Bro. Perfekt, halt der Maul.